einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr, dass Sie, dass ihr so zahlreich erschienen seid zu unserer heutigen Abendveranstaltung zum Thema Die Spur des Kolonialismus. Mein Name ist Albert Scharenberg. Ich leite hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung das Historische Zentrum Demokratischer Sozialismus. Und ich möchte zunächst kurz das Panel vorstellen. Zu meiner Linken, von Ihnen und euch aus gesehen rechts, sitzt Dr. Manuela Bauche. Manuela ist Historikerin an der Freien Universität Berlin und auch Aktivistin im Bündnis Decolonize Berlin. Ich spreche das jetzt bei Englisch aus. Dann zu meiner Rechten, also von euch und Ihnen aus gesehen links von mir, sitzt unser Kultursenator und Bürgermeister Berlins, Dr. Klaus Lederer, bekanntlich auch Mitglied der Partei Die Linke. Und dann von mir aus gesehen noch weiter rechts, aber was besser ist, von euch und Ihnen aus gesehen noch weiter links, sitzt Judith Hackmack, die ist Rechtsanwältin und Mitarbeiterin des European Center for Constitutional and Human Rights. Judith forscht derzeit als Doktorandin auch zur Rechtsgeschichte des deutschen Kolonialismus. Ich verspreche auch, dass wir uns anschließend ganz eng auf das Thema konzentrieren. Aber ich muss doch die Gelegenheit, Klaus, kurz ergreifen, dich nach dem zu fragen, was da in den letzten 24, 36 Stunden in Erfurt passiert ist, wo die rechtsradikale AfD einen großen Erfolg, einen großen Coup gelandet hat, dank FDP und CDU. Und das ist jene FDP. Es gibt schon eine Berührung zum Thema, deren Abgeordnete im Parlament das N-Wort verwenden und die mit Bezug zu unserem Thema ausdrücklich die positiven Seiten des Kolonialismus berücksichtigt sehen möchte, wie auch der Pressedienst des Deutschen Bundestages festhält. Also Klaus, vielleicht ganz kurz, kannst du diesen gestrigen Vorgang oder vielleicht besser diesen ewig gestrigen Vorgang kurz kommentieren? Naja, es ist relativ überschaubar, dass sich da ein FDP-Mann, der vor Kraft kaum laufen konnte, weil seine Partei zweistellig über die 5%, also mit zweistelliger Stimmenzahl über die 5%-Hürde gekommen ist, zum nützlichen Idioten der AfD hat machen lassen. Und das ist ja gestern Abend in der Tagesschau von dem AfD-Sprecher auch entsprechend kommentiert worden. Da ist eine Mischung aus politisch-moralischer Verkommenheit, Geschichtsvergessenheit man kann es echt nur sagen, einer Bankrotterklärung für jede Art von Bollwerk gegen rechtsextreme, narzisstische Positionen hat da gestern stattgefunden. Und es hat mich gestern Abend ziemlich viel Kraft gekostet, die Nerven zu behalten angesichts dessen, weil das ist in der Tat ein Dammbruch. Und dieser Tag von Erfurt wird uns noch eine Weile beschäftigen, völlig unabhängig von etwaigen Rücktritten und Ähnlichem heute. Und was, glaube ich, die zentrale Schlussfolgerung ist, das ist auch das, was ich gestern in alle Richtungen kommuniziert habe, wenn die mit der Gleichsetzung von AfD und Linker verbundene Relativierung von Faschisten nicht aufhört und wenn die selbsternannte bürgerliche Mitte ihre Kraft daher bezieht, dass sie findet, dass es da irgendwelche hufeisenmäßigen Extreme gibt, die man gleichermaßen bekämpfen muss, dann wird das in eine solche politische Situation führen. Und dann war das nicht der letzte Dammbruch, den wir erlebt haben. Das ist jetzt einfach die Frage, ob die selbsternannte bürgerliche Mitte in sich geht und sich mal die Frage stellt, wem sie da eigentlich hinterher rennt, wessen Politik sie da macht. Du hast ja schon ein paar Beispiele genannt von FDPlern, die die Anschluss suchen an solche Positionen. Es gibt natürlich zum Glück auch noch die anderen wie Baum oder selbst Guy Verhofstadt, der gestern gesagt hat, nicht in meinem Namen. Also man kann nur hoffen, dass mit dem Rücktritt von dem Kemmerich die Debatte jetzt nicht beendet ist, sondern dass das weitergeht und dass der Druck in nichts nachlässt. Denn ich glaube, da muss sich diese sogenannte bürgerliche Mitte einfach mal entscheiden, was sie eigentlich ist. Ja, vielen Dank dafür. Jetzt aber, wie angekündigt, ganz direkt zum Thema. Ganz kurz noch zum Ablauf. Also die Veranstaltung wird videoaufgezeichnet, aber nicht irgendwer aus dem Publikum, sondern die Opfer sind nur wir vier hier vorne. Das so zur Information. Zum Ablauf, wir haben die Veranstaltung in vier Blöcke aufgeteilt. Es geht jetzt erstmal los mit der Raubkunstdebatte. Im zweiten Teil geht es um die juristischen Implikationen der Kolonialismusdebatte. Und im dritten dann um die virulente Frage, was die gesellschaftliche Linke tun kann und soll, um mit der kolonialen Tradition zu brechen. Und in einem vierten Teil wird es dann noch Gelegenheit geben für Fragen von euch und Ihnen aus dem Publikum. Nun aber direkt reingesprungen in medias res gewissermaßen.
Ich fange mal mit dir an, Klaus. Was ist denn eigentlich das Problem mit der sogenannten Raubkunst und wie ist der Stand der gesellschaftlichen Debatte darum? Okay. Also das ist jetzt irgendwie eigentlich ein 1,5-Stunden-Vortrag, weil wir wollten ja eigentlich zu viert hier diskutieren. Nein, also was ist das Problem? Erstmal ist das Problem, dass Dinge, die damals aus den Kolonien geraubt worden sind, zum Teil in den Archiven, in den Depots liegen und keiner weiß, was da eigentlich liegt. Das ist das Erste. Weil es ist zwar zusammengeraubt worden, aber nach den zentraleuropäischen Maßstäben, nach den Maßstäben des Westens, das sind andere Werthaltigkeitsmaßstäbe als die, als die Wertmaßstäbe der Herkunftsgesellschaften. Und man hat damals massiv zusammengeplündert, muss man tatsächlich sagen, zusammengeraubt. Und viel von dem, also einige wenige dieser Kulturgüter sind tatsächlich irgendwie relevant ausgestellt worden, also die Benin-Bronzen und dergleichen mehr, die sind halbwegs bekannt, aber es liegt auch ganz viel unter elenden Bedingungen, muss man fast sagen, in den Depots rum, wo gar keiner mehr weiß, wo es herkommt, weil sich auch keiner wirklich dafür interessiert hat. Insofern ist die erste Frage eigentlich erstmal, sich einen Bestandsüberblick zu verschaffen, was ist eigentlich da. Das zweite Problem, was existiert, ist, dass prinzipiell, also die Museen, die Depots, das Selbstverständnis, dass sie sozusagen so universale, ewige Einrichtungen wären, in denen Dinge zur Ewigkeit zum Nutzen aller liegen. Es gibt im Augenblick auch eine ganz intensive Debatte um die Museumsdefinition, die Rolle von Museen, die solche Dinge auch in Frage stellt, so ein Selbstverständnis auch in Frage stellt. Und in diesen Museen hat man weder den Überblick, noch ist man in irgendeiner Weise bereit, sich damit auseinanderzusetzen, dass dort möglicherweise Dinge liegen, die dort nicht hingehören. Das heißt sozusagen, sich beziehend auf heutige Rechtssituationen, aber dazu kannst du nachher viel, viel intensiver und wahrscheinlich auch viel kenntnisreicher als ich erzählen, hält man eigentlich das, was da liegt. Jetzt langsam kommt die Debatte für legitimes Eigentum der Museen. In Frankreich war das zum Beispiel so ein Punkt, dass bis zu der legendären Macron-Rede, auf die allerdings bisher auch noch nicht genug gefolgt ist oder so gut wie gar nichts gefolgt ist, es ein gesetzliches Verbot gab, dass Dinge, die in den Museen lagern, in irgendeiner Weise an andere zurückgegeben werden. Das kann man aus einer linken Perspektive natürlich erstmal als ein Privatisierungsverbot betrachten, aber vor dem Hintergrund solcher historischen Erblasten ist es natürlich eine Vollkatastrophe. Das heißt sozusagen, wir sind eigentlich erst mit der Debatte um das Humboldt-Forum, mit der Debatte um Macrons Rede in einem stärkeren Maße in einen gesellschaftlichen Diskurs darüber eingetreten, wo kommen eigentlich diese Kulturgüter her, wem stehen eigentlich diese Kulturgüter zu und warum maßen sich eigentlich die ehemaligen Kolonisatoren an, sich quasi für diejenigen als diejenigen aufzuspielen, die das Recht haben, diese Kulturgüter bei sich zu verwahren. Aus so einem universalistischen Anspruch, den man natürlich deutlich in Frage stellen kann. So. Also das ist das, wenn man es kurz zusammenfasst, das Problem der Raubkunstdebatte. Dahinter liegt natürlich die Verdrängung, in Deutschland nochmal in besonderer Weise, aber in anderen europäischen Staaten auch, die Verdrängung einer verbrecherischen Geschichte. Einer Geschichte von Macht- und Raubverhältnissen, die verklärt worden ist, die als Zivilisationsleistung verklärt worden ist, die auch ein Stück weit, muss man dazu sagen, natürlich in den Hintergrund geraten ist vor dem Zivilisationsbruch der Shoah im öffentlichen Diskurs. Und ich finde, dass Benedikt Savoy das eigentlich schön beschrieben hat. Es gab immer mal wieder Zeiten, in denen diese Debatte hochkam, auch in den 70er Jahren beispielsweise. Aber diese Debatte ist letztlich immer wieder weggedrückt, verdrängt, beiseite geschoben worden, ohne dass daraus irgendwelche Konsequenzen folgten. Und die Hoffnung, die ich habe, ist, dass die aktuelle Debatte daran jetzt mal was ändert. Und dass sie tatsächlich auch nicht auf Kulturgüter beschränkt bleibt, sondern generell mal die Frage aufwirft, in welcher Welt leben wir eigentlich und durch welche historischen Ereignisse sind wir eigentlich in die Gegenwart gekommen, in der wir heute sind. Und anders als FDPler und AfDler und auch leider Teile der CDU behaupten, vermag das nicht alles zu erklären, was heute auf der Welt passiert, aber es vermag eben eine Menge zu erklären und es vermag vor allem die Verantwortung der einzigen Kolonialmächte und die Verantwortung des Westens, an einer zutiefst ungerechten Weltordnung
miterklären. Und das ist, glaube ich, die noch spannendere Debatte. Deswegen ist es für mich eigentlich so wichtig, dass wir jetzt auch nicht über die Rückgabe von Kulturgütern alleine reden und sagen, danach hat sich das Thema, wir haben quasi unsere historische Schuld getilgt, sondern wir müssen über die Frage reden, was in Deutschland 100 Jahre nach dem Ende der Kolonien eigentlich noch bleibt, was in unseren Denkweisen, in unserer Gesellschaft bleibt, was in den Herkunftsgesellschaften eigentlich passiert ist und was die Verantwortung der heutigen Generation ist, damit vernünftig und verantwortungsvoll umzugehen. Ja, vielen Dank, da bist du hier richtig, weil wir wollen ja genau diese Diskussion jetzt führen, nicht nur begrenzt auf die Raubkunst, sondern in dem ganzen kolonialen Kontext. Ich würde eine weitere Frage dir noch stellen, weil die Politik hat ja in diesem Zusammenhang jetzt in der Folge von Frankreich auch reagiert, bis zu einem gewissen Grade zumindest. Und es gibt diese sogenannten ersten Eckpunkte zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten von der Staatsministerin des Bundes und ich glaube die Kulturminister haben das auch unterschrieben von März 2019, wo die öffentlichen Träger von Einrichtungen, in denen deren Bestände sich Raubkunst befindet, zum Handeln aufgefordert werden. So, du hast dann im Anschluss noch mitgewirkt an einer ergänzenden Protokollerklärung einiger Bundesländer, Berlin, Hamburg, Thüringen, Brandenburg und Bremen, die die Aufgaben, die vor uns liegen, entschlossener formuliert, würde ich mal sagen. Wo liegt denn hier der Dissens? Könntest du uns das erklären und vielleicht auch, was hat sich diesbezüglich im letzten Jahr getan? Also festgehalten wird die Verantwortung, zunächst die Bestände überhaupt erstmal zu sichten und zu digitalisieren und aller Welt verfügbar zu machen. Das ist mit dem vorhin schon beschriebenen Problem. Man kann gar nicht sagen, welche Bestände hier sind. Der Botschafter der Republik Tansania hat heute erklärt, sie würden gerne Rückgabeansprüche geltend machen, aber sie wissen ja gar nicht, was hier ist. Das ist Teil des Problems. Da natürlich zu der Zeit, wo dort geraubt worden ist, in den Herkunftsgesellschaften anders als hier keine akribischen Listen von Kulturgütern angelegt worden sind, sondern die waren Bestandteile des gesellschaftlichen Lebens, ganz anders Bestandteile der gesellschaftlichen, des gesellschaftlichen Lebens in den Herkunftsgesellschaften. Und der zweite Punkt ist, dass wir uns heranrobben müssen an eine Verständigung, wie es mit solchen Kulturgütern umzugehen, wenn Rückgabeverlangen existieren. So, wir haben dieses Eckpunktepapier beschreibt erstmal die Pflicht aller Beteiligten, dafür zu sorgen, dass die Bestände erfasst, dass die Bestände digitalisiert werden. Diese Kulturministerkonferenz gibt es eigentlich erst seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren, weil vorher waren wir Bestandteil der Kultusministerkonferenz, haben uns gar nicht separat getroffen. Und der Hamburger Kultursenator Carsten Broster und ich haben uns relativ intensiv um dieses Papier gekümmert, sind aber an einem entscheidenden Punkt nicht weitergekommen. Und das ist den Kolonialismus, die koloniale Epoche als das zu kennzeichnen, was sie ist, nämlich als eine verbrecherische Epoche, als nicht nur erste historisch nachgewiesene Genozide, sondern eben auch als das generelle Umstülpen anderer Gesellschaften in kolonisierender Absicht. Und wenn man nicht bereit ist, mit den Maßstäben des 21. Jahrhunderts oder mit den Maßstäben, die seit 1945 fortfolgende existieren, Verbrechen gegen die Menschlichkeit als solche zu benennen, dann macht das auch schon was deutlich im Umgang mit dem Kolonialismus. Und es gab jüngst ja eine Anhörung im Bundestag zu dem Thema, wo es gab die Äußerung des Afrika-Beauftragten der Bundesregierung, Günter Noke, also der die Wissenschaftscommunity belehrt hat darüber, wie großartig der Kolonialismus in Bezug auf die infrastrukturelle Entwicklung der einstigen Kolonien waren. Also alles unsägliche Positionierung. Und wir fünf Länder, also Carsten Broster und ich, haben dann diese Protokollerklärung gemacht mit dem Ziel, das, was wir in dem gemeinsamen Papier nicht unterbringen konnten, in einem separaten Papier zu fassen und klar zu benennen. Und das hat nicht nur Freude erzeugt, muss man sagen. Also es hat insbesondere bei schwarz-grün regierten Ländern nicht so viel Freude erzeugt, wo eine grüne Kulturministerin vielleicht das Ganze gerne mitgetragen hätte, aber in ihrer Koalition sich mit der ganzen Sache nicht durchsetzen konnte. Aber wir hatten auch schon das Ziel, mit dieser Protokollnotiz die anderen zu einem Bekenntnis zu zwingen, weil Bekenntnisse sind mitunter ganz wichtig, um die Ausgangsbedingungen gesellschaftlicher Diskurse mitzubestimmen, vor denen dann weitere Debatten erfolgen. Und spätestens dann, wenn die ersten, und es liegen ja die ersten Rückgabeverlangen auf dem Tisch, wenn dann darüber zu diskutieren ist oder wenn über die Frage zu diskutieren ist, wie man damalige rechtliche Verhältnisse heute beurteilt, ist die Frage, welche Position hat man dazu, was sich damals abgespielt hat? Wie schätzt man den Maji-Maji-Krieg ein? Wie schätzt man den Genozid an den Herero und Nama ein? Nicht ganz unwesentlich. Ja, ich glaube auch, also wenn der Konsens da zu schnell käme, dann wäre was faul, weil so groß der Konsens im Sinne einer fortschrittlichen Anerkennung dessen, was da an Verbrechen passiert ist, das kann man wohl nicht voraussetzen. Ich würde jetzt mal auch mit Blick auf Manuela und Judith noch fragen, vielleicht
mag jemand von euch noch mal kurz eingehen darauf, warum denn diese Restitution als solche auch wichtig ist und eine eigene Bedeutung hat und nicht nur so eine Fußnote in diesem gesamten Diskurs. Möchte da vielleicht... Ich kann dazu gerne gleich was sagen, am liebsten nach Judith. Ich würde aber eigentlich gerne noch mal kurz auf das Eckpunktepapier eingehen und auf diese Protokollerklärung und noch mal eine Frage vielleicht auch zurückrichten an Klaus Lederer, weil ich das jetzt so wahrgenommen habe. Klar, das Positionspapier ist noch mal eine etwas, du hast formuliert, entschlossenere Formulierung im Vergleich zu dem Eckpunktepapier, was zwar, finde ich, jetzt ein wichtiges Zeichen ist, aber wenn man sich die Formulierung irgendwie genau anschaut, dann doch sehr vage. Also es ist häufig die Rede davon, wir werden prüfen, ob. Du hast angesprochen, also sozusagen in Bezug auf die Einordnung des Kolonialismus als Unrechtssystem, das ist da nicht geschehen. Da ist auch so eine Formulierung von, wir verurteilen das im Zuge des Kolonialismus begangenen Unrechts. Also wo man merkt, wenn man es genau liest, man versucht, sich irgendwie drum herum zu hangeln. Und jetzt ist es in der Protokollerklärung, finde ich, ein bisschen besser gelungen. Allerdings finde ich, auch da, wenn man genau liest, kann man sich vorstellen, dass es auch da zu der Formulierung in Bezug auf Kolonialismus, war das jetzt Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Verhandlungen gab, weil die Formulierung findet sich nicht. Also, sondern da ist, wenn ich mich richtig erinnere, die Rede davon, dass Kolonialismus ein System ist, das gestützt auf Ungleichheitsideologien und so weiter. So, ne? Und nicht einfach, Kolonialismus war ein Unrechtssystem, Punkt. Genau, das ist das eine, wo ich ehrlich gesagt gerne, ja, vielleicht so ein bisschen hören würde, kommen wir da irgendwann mal weiter. Und das andere ist, in dem Eckpunktepapier ist ja unter anderem geplant gewesen, dass so eine Anlaufstelle eingerichtet wird für die sogenannten Herkunftsgesellschaften, also dass Personen, Institutionen aus dem globalen Süden, den ehemals kolonisierten Ländern, sich wenden können an diese Anlaufstelle, wenn sie wissen möchten, wo sind jetzt eigentlich die Bestände abgeblieben, die mal bei uns im Königspalast lagerten zum Beispiel. Und da würde mich einfach interessieren, wann kommt diese Anlaufstelle zum Beispiel? Also was das Papier angeht, hast du das ganz genau beschrieben. Also wir haben 2 Kulturminister von 16. Und natürlich ist es immer ein Ringen um die Frage, stehe ich dann einsam mit einem Zettel da, wo ich mir selber für meine Großartigkeit auf die Schulter klopfen kann. Ich kann selber ein Papier schreiben oder ich kann selber einen Text zum Thema Kolonialismus schreiben, wo ich meine Position klar deutlich machen kann. Habe ich auch gemacht in den Blättern im vergangenen Jahr, glaube ich, im Februar, Blättern für deutsche und internationale Politik. Da habe ich meine Position dargelegt. Aber es geht ja nicht nur darum, meine eigene Position darzulegen und dann sozusagen, sondern natürlich haben wir um jede Formulierung gerungen, sowohl in Bezug auf das 16er-Papier als auch in Bezug auf das Fünferpapier. Und natürlich ist diese Position nicht meine Position in Reinkultur. Das ist ganz klar. Also das hast du eigentlich genau richtig beschrieben. Was die Anlaufstelle angeht, nachdem das Papier im vergangenen Jahr verabschiedet worden ist, sind jetzt die entsprechenden Haushaltsmittel in den Ländern bereitgestellt, bei uns auch, und wird die jetzt errichtet. Das heißt, der Februar hat gerade angefangen. Die Haushaltsmittel hier in Berlin musste ja im Haushalt eine Absicherung haben, haben wir zum 1.1. diesen Jahres da, und diese Anlaufstelle wird jetzt errichtet. Die wird durch die Bundesländer errichtet. Und also alle Bundesländer packen dann was dazu. Jetzt muss man sich aber auch klar machen, die Anlaufstelle alleine ist gar nichts wert, wenn nicht in den Einrichtungen selbst die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden, dass in dieser Anlaufstelle, sonst ist es nur eine Bude, wo Leute drin sitzen. Und wenn gefragt wird, dann sagen ja, liegt hier nichts vor. So, die eigentliche Herausforderung wird darin bestehen, dass die Aufarbeitung in den Depots und die Digitalisierung der Bestände und die Insnetzstellung der Findbücher und dergleichen geleistet wird. Und da kann man aus den Erfahrungen mit restitutionsbehafteten Kunstwerken aus der NS-Zeit ziemlich sicher sein, es wird unterschiedlich sein, wie Bundesländer und Einrichtungen zuliefern. Das wird ganz von dem abhängen, was in den Einrichtungen für ein Klima herrscht. Und da kann man ziemlich klar sagen, da gibt es die gesamte Bandbreite. Also von sehr, sehr engagierten Leuten im Lindenmuseum de Castro, ja, bis hin zu anderen, ich will jetzt an der Stelle keine Namen nennen, die im Zweifelsfall eher Begründungskonstellationen finden werden, die erklären sollen, dass sie eigentlich finden das. So. Und das bedeutet für mich ganz klar,
dieses Eckpunktepapier ist natürlich überhaupt nicht das Ende einer gesellschaftlichen Debatte, sondern es ist der Anfang einer. Es ist erstmalig, dass sich 16 Bundesländer überhaupt in irgendeiner Weise zu diesem Vorgang verhalten haben. Das heißt nichts anderes als, der Kampf geht weiter. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne ehrlich gesagt nochmal einen Punkt unterstreichen, den Manuela eben auch gerade gemacht hat. Es ist zwar schön oder wichtig auch, dass wir jetzt über Restitutionen reden, dass es so eine Debatte ist, aber aus Perspektive natürlich der sogenannten Herkunftsgesellschaften, aus Perspektive der ehemals kolonisierten Menschen, wenn völlig unklar ist, was überhaupt vorhanden ist, was inventarisiert ist und dann vielleicht auf eine Art und Weise aufbereitet, die überhaupt nicht zugänglich ist, Stichwort Sprache, Stichwort Online-Zugänglichkeit. Ich finde, wenn man das so konkret betrachtet, fällt erst auf, an welchem, das ist zwar vielleicht ein erster Schritt, aber an welchem schwierigen Punkt die Debatte dazu steht. Und wenn wir, du hast es gerade schon angesprochen, Klaus, über Kolonialismus reden und über koloniales Unrecht oder Kolonialismus als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dann sprechen wir auch über eine Geschichte von weit über 100 Jahren, in denen in Antwort auf diese Verbrechen erstmal aus staatlicher Sicht, aus europäischer Sicht zunächst gar nichts passiert ist, beziehungsweise eine Aufarbeitung aktiv unterdrückt wurde, wo aber gleichzeitig natürlich Fortwirkungen, Erinnerungen, Umwälzungen, die dadurch verursacht sind, in den Kulturen fortwirken. Parallel zu diesen Vorgängen, die als Verbrechen beschrieben werden können, denn die Bewegung von Kulturgütern nach Europa, die jetzt hier vorhanden sind und die eben auch, und das wollte ich nochmal betonen, dem Verlust dann vor Ort entsprechen. Und dann schließlich eben durch die Kolonisierung geschaffene Strukturen, die es eben heute, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Zugang zu Informationen, es für Personen, die Nachfahren von Kolonisierten sind, verkomplizieren, schwierig machen und sie davon ausschließen, dann Zugang zu bekommen. Und wenn es darum geht, was für eine Bedeutung Restitution haben können, wo wir mit der Debatte sind, denke ich, ist ganz klar, dass wir quasi, was erreicht ist, ist, dass es ein Gespräch über diesen Zustand gibt. Aber die Frage ist natürlich, wie sich das umsetzen lässt. Und daran werden sich auch alle Anstrengungen in diese Richtung bemessen müssen, dass das tatsächlich zu einer Veränderung eben auch aus Perspektive der Kolonisierten führt und dann eben nicht nur ein internes Gespräch ist, das wir hier unbedingt führen müssen, aber das dann auf uns beschränkt bleibt. Ja, auch nochmal darauf anschließend zu sagen, zu dieser Frage, warum sind Restitutionen eigentlich so wichtig? Also, ich glaube, da könnte ich jetzt irgendwie auch lange was zu sagen, aber also man kann, glaube ich, auf unterschiedliche Art und Weise antworten und vielleicht will ich zwei Dinge machen. Das eine ist auch nochmal an die Dimension erinnern, also wovon wir hier eigentlich sprechen. Und ich nenne einfach nur eine beispielhafte Zahl, dass im Berliner Museum für Völkerkunde im Jahr 1880, also vor Errichtung der formalen deutschen Kolonialherrschaft über weite Teile Afrikas, dass da im Katalog auftauchten als Zahl sowas wie 3200 Objekte aus Afrika. 1914 sind es über 60.000. Man kann sich so ungefähr vorstellen, was dazwischen passiert ist. Und das ist das Berliner Völkerkundemuseum. Es ist ein Museum. Also es hat wirklich enorme Ausmaße, also quantitative Ausmaße. Und dann, was auch nochmal in Frage stellt, den Fokus, der hier in der deutschen Debatte, finde ich, sehr stark ist, von insbesondere staatlichen Akteuren und Museumsakteuren, der sich auch im Eckpunktepapier wiederfindet, dieser Fokus auf Provenienzforschung. Wir müssen Provenienzforschung betreiben. Ich meine, beim Berliner Völkerkundemuseum Provenienzforschung für 62.000 Objekte funktioniert überhaupt nicht. Funktioniert auch nicht für, sozusagen, wenn man das mal, ich weiß gar nicht, wie viele Museen es gibt in Deutschland, für die man das machen müsste. Also das geht irgendwie nicht. Da braucht es irgendwie eine andere Herangehensweise. Jedenfalls kann Provenienzforschung nicht die Grundlage sein, wie es formuliert ist im Eckpunktepapier, um Restitution zu ermöglichen. Da muss man sich irgendwie was anderes überlegen. Aber genau, ich wollte ja darauf zu sprechen kommen, warum Restitutionen wichtig sind. Ich glaube, es ist wichtig, nochmal an diese Dimensionen zu erinnern. Und es ist auch wichtig, also ich habe so eine Formulierung im Kopf aus dem Bericht von Ferwin Sarr und Bénédicte Savoie, und das ist ein Teil, der, glaube ich, auf Ferwin Sarr zurückkommt. Das kann man da auch rauslesen, wenn man so ein bisschen weiß, wie die beiden schreiben. Dass es um eine symbolische Wiederherstellung oder eine symbolische Wiedergutmachung auch geht. Und ich glaube, das klingt klein, aber das ist total wichtig, weil es ist wichtig, sich klarzumachen, dass es keine
Aufrechnung sozusagen geben kann oder eine echte Wiedergutmachung oder eine echte Entschädigung für das, was passiert ist und für den Verlust, der geschehen ist. Das ist nicht möglich sozusagen. Ja? Und da kann man, also wenn man so in die Geschichte nochmal zurückgeht, sich irgendwie vor Augen halten, was diese Plünderungen bedeutet haben. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Benin-Bronzen sind ja schon mal genannt worden, also 1897 sind über 1000 Benin-Bronzen, ja, aus dem Königspalast von Benin im südlichen Nigeria entwendet worden, um es jetzt mal euphemistisch zu formulieren, im Zuge einer militärischen Expedition. Im Zuge dieser Expedition, der Plünderung, sind über 3000 Objekte gestohlen worden aus dem Königspalast. Und es geht nicht nur um diese Objekte, die dann verteilt worden sind über ganz Europa und den Westen, sondern es geht auch darum, dass 1897, nämlich dieses Jahr, also der Zeitpunkt dieser Expedition und dieser militärischen Niederschlagung, bedeutete also das Ende des Königreichs von Benin. Und das hat 600 Jahre Bestand gehabt, zwischen 600 und 700 Jahren. Und insofern sind diese Objekte nicht einfach nur Objekte und Dinge, sondern da hängt einfach wahnsinnig viel dran. Also da hängt eine ganze Geschichte dran. Und es ist ja auch geradezu zynisch. Also sagen, wenn man sich irgendwie so anschaut, also diese kolonialistische Idee von Afrika als geschichtslosem Kontinent und so weiter. Und also ja, ich meine, Kolonialismus entwendet sozusagen Symbole dieser langen Geschichte und sagt dann irgendwie, dieser Kontinent ist geschichtslos. Also nur um das nochmal klarzumachen, da hängt einfach es hat eine politische Dimension, es hat eine kulturelle Dimension und es geht, und natürlich auch sozusagen Kolonialismus, eine wirtschaftliche Dimension und so weiter, und das lässt sich gar nicht wieder gut machen, auch nicht durch finanzielle Reparationen. Das ist keine Rede gegen finanzielle Reparationen, das ist eine Rede dafür, klar zu haben, dass selbst finanzielle Reparationen nur symbolisch sein können. Genau, und deswegen nervt mich auch dieser Duktus von Museen, die irgendwie sich da hinstellen, als wären sie jetzt in so einer gönnerhaften Position, sie könnten ja jetzt irgendwie was zurückgeben. Selbst wenn sie das zurückgeben, ist es ein symbolisches Zeichen einer minimalen Demut sozusagen, einer minimalen Anerkennung dessen, was passiert ist, nämlich dass einfach wirklich Unrecht passiert ist und eben ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und deswegen sind Restitutionen wichtig. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir können schnell darauf einigen, dass der Begriff der Wiedergutmachung auch eigentlich gar nicht passt. Also wenn, dann ist es eine Entschädigung oder irgendwie sowas. Sicher nicht. Nur es ist in dem Begriff nicht so aufgehoben wie bei der Wiedergutmachung. Dann ist ja am Ende wieder alles gut. Und ich glaube, der Illusion muss man sich nicht hingeben, wenn man das von kritischer Perspektive betrachtet. Ich wollte noch mal einen Schritt weiter gehen. Das ist ja auch schon angesprochen worden in dieser Diskussion. Die Situation exemplarisch an den Herero und Nama und im Völkermord, der in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, also dem heutigen Namibia, zwischen 1904 und 1908 sich ereignet hat. Und bevor wir dann zu den rechtlichen Fragen dazu kommen, wollte ich noch die politische Frage stellen. Es geht ja immer wieder auch um den Zusammenhang zwischen Kolonialismus und NS-Faschismus. Das ist ja immer wieder ein Thema. Inwieweit sind im Zuge des Kolonialismus Ideologien ausgearbeitet, vorbereitet, institutionalisiert worden, die dann dem Nationalsozialismus entweder genützt haben oder ihm sogar geholfen haben, dahin zu kommen, an die Macht zu kommen. Und in diesem Zusammenhang begegnet man ja auch immer wieder dieser Frage, inwieweit der Völkermord an den Herero und Nama eine Art Blaupause oder Völkermord für die spätere Blaupause oder Vorläufer für die späteren Völkermorde der Nazis waren. Wie seht ihr das? Würdet ihr das auch so sehen oder würdet ihr da eher bremsen und sagen, dass diese Verbindung da nicht in den Vordergrund gestellt werden soll, wenn man diese Beziehung zwischen Kolonialismus und NS-Faschismus herstellt? Denn die Nazis haben ja durchaus lange mit dem Kolonialismus kokettiert und haben dann erst nach hinten raus sich anders entschieden. Das ist eine offene Frage, also ich habe jetzt das nicht direkt an eine Person gerichtet, sondern gucke, wer die gerne beantworten möchte. Möchtest du? Okay, große Frage,
Blaupause ist, glaube ich, ein Begriff, den ich nicht verwenden würde dafür. Und ich habe, es gibt ja eine große geschichtswissenschaftliche Debatte auch um diese Frage der Kontinuitäten. Ich bin mir nicht sicher, ob der Begriff der Blaupause da so vorkommt oder selbst der Begriff des Modells. Meines Wissens wird da vor allem gesprochen von strukturellen Ähnlichkeiten. Und also zum Beispiel eine These oder etwas, worauf hingewiesen wird von einigen in dieser Debatte, ist, dass es zwischen dem Völkermord an den Ovairiro Nama strukturelle Ähnlichkeit, also zwischen dem Völkermord in Namibia strukturelle Ähnlichkeiten gibt zu dem Vernichtungskrieg der Nationalsozialisten im Osten, also gegen Polen, Sowjetunion. Das ist also eine These, die zum Beispiel Jürgen Zimmerer irgendwie stark vertritt, Historiker in Hamburg und der ja auch in der Restitutionsdebatte irgendwie sehr wortstark ist. Ich finde also sozusagen weniger, also aus meiner persönlichen Perspektive weniger wichtig die Frage, ob man jetzt wirklich handfeste Kontinuitäten im Sinne eines Modells herstellen kann. Und meines Wissens, also mir ist jetzt noch keine Arbeit untergekommen, wo jetzt Leute zum Beispiel nachgewiesen haben, okay, irgendwie Leute, die irgendwie den Vernichtungskrieg im Osten geplant haben, haben sich explizit berufen auf Politiken, gewaltvolles Vorgehen, was in Namibia vor sich gegangen ist. Deswegen ist, glaube ich, auch eben die Rede von strukturellen Ähnlichkeiten. Und ich finde die Debatte an dem Punkt wertvoll, wo sie darauf aufmerksam macht, dass Ideen von Rasse und die Verknüpfung von der Idee von Rasse an die Idee von Raum keine Erfindung der Nationalsozialisten waren. Und das ist, so verstehe ich diese Forschung, auch das, worauf so eine Person wie Jürgen Zimmerer hinaus will. Und an dem Punkt finde ich, dass das fruchtbar, also ich hoffe ehrlich gesagt, dass es inzwischen irgendwie schon vielen Leuten klar ist, dass Rassismus und Rasse jetzt nicht erst 1933 im deutschen Kontext irgendwie eine Rolle angefangen haben zu spielen, sondern dass eben schon viel früher der Fall war und Kolonialismus ist da eben eine ganz zentrale Epoche gewesen. Und dafür finde ich, dass diese Debatte wichtig, nicht gar nicht so sehr sozusagen aus einer geschichtswissenschaftlichen Perspektive, sondern durchaus auch aus einer politischen Perspektive, weil ich glaube, dass das Solidaritäten ermöglicht. Also es ermöglicht Solidaritäten zwischen Personen, die sich sozusagen zu beiden Unrechtsregimen also zu Opfern beider Unrechtsregime verbunden fühlen, die entweder Opfer, die vielleicht Opfer dieser Unrechtsregime sind oder Nachkommen dieser Opfer. Und ich glaube, dafür ist es wichtig. Also es ist sozusagen, um Solidarisierung zu ermöglichen zwischen Personen, um es kurz zu sagen, die rassifiziert werden und Opfer sind unterschiedlicher Rassismen, von antischwarzem Rassismus, von Antisemitismus, von antislawischem Rassismus und so weiter, die eben in diesen Kontexten alle eine Rolle spielten. Ja, das hast du als Historiker natürlich gleich erkannt, dass ich auf Zimmerer angespielt habe, der ja auch mit Blick auf das heutige Namibia, also Deutsch-Südwest, von der Etablierung des ersten deutschen Rassenstaates spricht. Und da ist das natürlich, da geht es, glaube ich, auch um diese strukturellen Ähnlichkeiten. Klaus, du wolltest auch noch? Also ich glaube, dass die systematische Vernichtung der europäischen Juden ja tatsächlich so eine singuläre historische Geschichte ist, dass man so mit Parallelen und Gleichsetzungen so ganz vorsichtig sein muss. Nichtsdestotrotz ist eins ja definitiv der Fall. Also solche Expeditionen, die ja nicht nur Strafexpeditionen waren, sondern explizit, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, Felix von Luschan beispielsweise, Anthropologe hier in Berlin, der als Vermesser von menschlichen Überresten versucht hat, eine rassistische Ungleichwertigkeitsideologie
wissenschaftlich zu untermauern. Das war jetzt nicht, da war er nicht der Einzige, das haben andere auch gemacht. Aber klar ist natürlich, dass diese Form von biologistisch begründeten Unwertigkeitsideologien, rassistischen Unwertigkeitsideologien, damals einen großen Resonanzboden fanden, und darüber werden wir ja nachher auch noch reden. Kolonialismus hat ja nicht nur mit den Herkunftsgesellschaften was gemacht, sondern hat auch was mit den Gesellschaften gemacht, die kolonisiert haben. Also wenn hier in Berlin sowas wie Menschen Zoos, in Anführungsstrichen bitte, ja, also in einem Rahmen der Gewerbeausstellung in Treptow, dann wurden da sozusagen irgendwie so Dörfer nachgebaut und dann hat man Menschen hierher verschleppt und die haben dann dort im Grunde zur Belustigung der Bevölkerung, denen man dann gezeigt hat, das sind übrigens hier diese anderen, also, ne, also diese Reproduktion dessen in der Gesellschaft, dazu hat natürlich Kolonialismus beigetragen. Und Kolonialismus hat auch beigetragen zu einer Haltung, zu Großmachthaltung, zu Großmachtssucht, zu ja, einer rassistischen Grundstruktur, die auch das Eliminatorische in sich trug. So. Und trotzdem glaube ich, dass der eliminatorische Antisemitismus seine Spezifik daher hat, dass dort versucht worden ist, im Rahmen der NS-Ideologie eine Gruppe von Menschen für die unappetitlichen Begleiterscheinungen kapitalistischer Reproduktion explizit verantwortlich zu machen. Und die NS-Diktatur, die NS-Ideologie zog die Berechtigung dieser Vernichtung und auch die Mobilisierung, die damit einherging, daraus, dass sie den Leuten vorgaukelte, dass mit der Vernichtung dieser Menschen das Böse von der Welt verschwindet. Das ist, glaube ich, etwas so spezifisch Singuläres, dass man es mit den anderen Genoziden, die es auch in der Zeit davor gegeben hat, nicht vergleichen kann. Aber Geschichte fällt nicht vom Himmel und Geschichte lässt sich nie einfach nur aus der Situation heraus erklären, sondern hat immer historische Wurzeln. Insofern kann man mit großer Sicherheit dazu beitragen, dass innerhalb der deutschen oder kann man zu dem Ergebnis kommen, dass innerhalb der deutschen Bevölkerung so viele, ohne mit der Wimper zu zucken, nicht nur einfach geklatscht haben, sondern mitgemacht haben, muss etwas damit zu tun haben, dass eine Gesellschaft vorher sich daran gewöhnt hat, dass diese Ungleichwertigkeitsideologien in Anführungsstrichen ein besonderes Vorgehen rechtfertigen. Ich glaube, diese Kontinuität oder diese historische Kontinuitätslinie, die gibt es sicherlich. Ich wollte, vielen Dank. Ich wollte das in deine Richtung gleich noch ein bisschen erweitern, Judith, was nicht heißt, dass du da dich nicht drauf beziehen sollst. Aber ich habe gesehen, ihr habt ja auch diese Broschüre gemacht. Und da habe ich mal reingeschaut und gesehen, dass ihr vor einem knappen Jahr im März 2019, also als ECCHR, auch beteiligt wart an dieser Woche der Gerechtigkeit in Namibia. Und anschließend einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Maas geschrieben und veröffentlicht habt. Vielleicht kannst du auch noch sagen, was ihr da und dort gemacht habt und diskutiert habt. Ja, lange Frage. Ich werde, obwohl ich eigentlich Lust hätte, noch zu reagieren, aber ich werde mich wirklich kurz fassen. Wir hatten tatsächlich vor einem Jahr eine ganze Reihe von Veranstaltungen organisiert, gemeinsam mit namibischen Kooperationspartnern und deutschen Organisationen, die in Windhoek und Swakopmund in Namibia stattgefunden haben. Bei den Veranstaltungen ging es um den Völkermord an Oberherero und Nama und um koloniales Unrecht. Gesprochen wurde dabei einerseits über die historischen Sachverhalte, über juristische Einordnungen in verschiedenen Foren, über Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich glaube, spannender für das Forum hier ist der Hintergrund oder das Konzept, das wir für die Veranstaltungen hatten. Es war nämlich tatsächlich so, dass wir im Jahr davor einige Juristinnen nach Berlin eingeladen hatten und eigentlich Völkerrechtswissenschaftlerinnen und Aktivisten, um über Kolonialismus zu reden. Das ist mittlerweile 2 Jahre her. Wir hatten da ein Forum an der Akademie der Künste und hatten eigentlich eine relativ breite Gruppe von Personen, die da waren und über das Thema diskutiert hatten, unter anderem Esther Münyange, die Politikerin, Aktivistin aus Namibia ist und für die Oberherero Genocide Foundation arbeitete. Und ein Feedback, das wir von ihr nach der Veranstaltung gekriegt hatten, war, dass sie eben meinte, ja, es ist schön, dass diese Foren und diese Gespräche hier in Berlin ausgerichtet werden. Und es ist irgendwie interessant zu hören, dass es auch Juristinnen gibt, die sich da progressiver positionieren. Das ist nur was, also der Gesamtkomplex ist einer, der in Namibia, dort quasi in dem Diskurs, in dem politischen Diskurs, in dem ich operiere, schlicht nicht ankommt und sich kaum auswirkt. Und aus diesem Gespräch raus kam quasi die Idee zustande, so ein Forum in Namibia zu schaffen, in Namibia ins Leben zu rufen und zu sehen, wie das dort funktionieren kann. Wir hatten das ursprünglich ganz klein geplant und fast mit einem Workshop-Charakter. Und das Spannende war,
war, und das war eben auch der Hintergrund für den Brief, ist, dass man das unheimlich stark spürbar war, wie sehr, also wie wenig sozusagen von den Gesprächen hier dort ankommt und wie stark ein Bedarf ist, sich darüber auszutauschen. Wir hatten zwischendurch zwischen 300 und 400 Personen, die dann an Veranstaltungen teilnahmen, zum Teil offiziell, zum Teil einfach dort vorbeigeschaut haben, mit ganz verschiedenen Hintergründen, auch im namibischen Diskurs. Und was aber extrem spürbar war, war ein geteiltes Gefühl, dass für die eigenen Perspektiven und für die eigenen Erinnerungen in der Art, wie bisher über das Thema geredet wird und auch wie bisher in Deutschland darüber geredet wurde, obwohl sich so viel entwickelt hat, nicht wirklich ein Raum war. Und ich glaube, da liegt ein sehr fundamentaler Punkt drunter, der hier auch schon angesprochen wurde, nämlich der Punkt, dass Kolonialismus und die Verbrechen, die zur Zeit passiert sind, einen wichtigen Effekt davon war, ein Verlust von Subjektivität auf allen Ebenen. Geht es einerseits, ich denke so ein bisschen juristisch, es geht einerseits ums Völkerrechtliche, der Verlust der eigenen Subjektivität als Staat, als Volk, quasi mit einer eigenen Stimme in der internationalen Gemeinschaft auftreten zu können. Und es buchstabiert sich, und das ist eben das, was man genau und alles an der Grausamkeit in Namibia nachvollziehen kann. Das lässt sich runterbuchstabieren bis auf einen sehr physischen Verlust der eigenen Subjektivität. Und deswegen war ich auch sehr dankbar, dass das Thema Rassismus hier angesprochen ist. Ich glaube, man kann über Kolonialismus nicht sprechen, ohne über Rassismus zu sprechen. Und genau, es waren in Namibia das Passwesen, das von den Deutschen dort eingeführt wurde, die Art und Weise, wie sozusagen die Bewegungsfreiheit im Land beschränkt wurde, die Möglichkeit, Ehen einzugehen, die Möglichkeit, irgendwie als Person auftreten zu können. Und da gibt es dann wiederum eine spannende Parallele zu heute. Weil dann zum Beispiel, wenn man heute in rechtliche Gutachten sieht, die sich mit der Thematik beschäftigen, und zwar von scheinbar neutralen Positionen wie dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Wenn die sozusagen fragen, okay, wie ist diese Rechtslage, wie ist dieses Vorgehen heute einzuordnen, dann wird man da drin dieselben alten Argumente noch immer wieder finden. Da steht dann, es gab zum Beispiel bestimmte Regelungen, die das Recht des Kriegs oder die Kriege einhegen sollten zu der Zeit in der Haager Landkriegsordnung. Und es gab sogar einen gewissen Mindeststandard, der quasi anerkannt war als ethisch bindend für alle Menschen, aber dieser Mindeststandard, so dieses Gutachten, sei nach der damals herrschenden Auffassung auf die Kolonisierten nicht anwendbar gewesen. Und genau, und dass sich quasi eine Institution über 100 Jahre nach diesen Ereignissen noch quasi in der Position fühlt, dieses Narrativ fortsetzen zu können, da sieht man, wie grundlegend, wie tiefgreifend das Problem ist. Und genau, diese Frage der Beteiligung, diese Frage der Einbeziehung ist ein schwieriges Wort. Aber die Frage, dass quasi die Perspektiven der Kolonisierten die Rolle haben, die sie in dieser Debatte haben sollen, war auch das, was Anlass zu dem Brief gegeben hat. Ja, ich würde auch noch mal nachfragen wollen in deine Richtung, Judith. Warum ist die Diskussion darüber, also die es ja noch gibt, ob es ein Völkermord war an den Ouerero und Nama 1904 bis 8? Gerade im Politischen, glaube ich, und im Juristischen gibt es sie. Warum ist die von so großer Bedeutung? Was sind die juristischen Implikationen? Könntest du uns das erläutern? Ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob sie, ich werde das gleich erklären, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie juristisch derart von so fundamentaler Bedeutung ist. So wie ich es mir erkläre, ich schätze, dass diese Scheu, bestimmte Begriffe zu verwenden, dazu gehört Völkermord, dazu gehören in dem Kontext hier aber auch der Begriff Reparationen oder der Begriff Land, die was triggern. Diese Angst, diese Begriffe zu verwenden, ist extrem spürbar. Die Gründe dafür werden mal offener, mal weniger offen ausgesprochen, vergleichbare Konstellationen, weitere Folgen. Und dann ist eine Möglichkeit, das so offen auszusprechen, und eine andere Möglichkeit ist, aufs Recht zu verweisen. Und dann gibt es ein Narrativ, das wahrscheinlich auch viele im Raum schon mal gehört hatten, das dann derart geht, dass es eben was stimmt, eine Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes gibt von 1948, die damals von verschiedenen Staaten ratifiziert wurde, die nicht rückwirkend anwendbar sei. Deswegen könne man nicht von Völkermord sprechen. Das ist so ein klassisches argumentatives Muster. Und ja, ist aber im Endeffekt nicht, also aus verschiedenen Gründen nicht besonders hilfreich. Es ändert zum Ersten mal überhaupt nichts daran, dass nach den Kategorien, die wir heute haben, nach den Kategorien des Völkerstrafrechts, ziemlich eindeutig
im Fall von Völkermord an Overerrer und Nama die Kriterien erfüllt waren und im Übrigen von Kriegsverbrechen, von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das heißt, es gibt einen bestimmten Kanon von rechtlich sanktioniertem Verhalten, das erst kürzlich von vielen Staaten der Welt, das quasi grundlegend akzeptiert wurde, der dieses Verhalten heute rechtlich unter Strafe stellt. Das ist die eine Sache. Die andere, der andere Aspekt ist, und in der Hinsicht ist diese Konvention von 1948 eigentlich ganz spannend, dass natürlich, wenn man jetzt wirklich so rechtlich fein argumentieren wollte, man natürlich auch ein Problem hätte mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust, weil die Konvention natürlich erst später erlassen wurde. Und insofern, und ich glaube, das führt hier eher weiter, ist spannend, wie der Begriff entstanden ist, der Begriff des Völkermordes. Und zwar wurde der entwickelt von dem polnischen Juristen Rafael Lemkin und zwar in unmittelbarer Reaktion auf das NS-Unrecht. Es gibt eine Biografie von Lemkin und Lauterpacht, die von Philip Sands geschrieben wurde. Das ist ein schönes Buch, East-West Street heißt das. Und da beschreibt er sozusagen, wie sozusagen in Reaktion auf das, was damals passiert ist, dieses rechtliche Konzept sowohl des Völkermordes als auch der Verbrechen gegen die Menschlichkeit weiterentwickelt worden. Das ist ganz spannend. Da gibt es eine Abbildung, wo man tatsächlich einen Zettel sieht, auf dem Lemkin gekritzelt hat und überlegt hatte, wie soll er jetzt das nennen? Man sieht irgendwo Ethnocide und so und unten Genocide. Okay, Genozid, das wird es wohl sein. Und klar ist, dass das erst zu diesem Zeitpunkt passiert ist und 1904 noch nicht passiert war. Aber klar ist auch, was in so einem Kontext das Recht leisten kann und Recht leisten muss, dass nämlich angesichts so schweren Unrechts zu fragen ist, welche Kategorien passen da drauf, welche Kategorien sind dafür zu finden. Ob man dann jetzt von Verbrechen gegen die Menschlichkeit sprechen möchte und schon den festen Begriff verwenden möchte, ob man darüber diskutieren möchte, ob man eine neue Kategorie finden möchte für Verbrechen des Kolonialismus, das finde ich ist ein Stück weit offen. Aber im Kern geht es halt darum, dass man quasi auch in der Sprache des Rechts einen Umgang mit diesen Formen des Unrechts suchen muss. Du hast das jetzt auch schon angesprochen oder es ist schon wiederholt angesprochen worden, die ganze Frage auch von Reparationen, die ja im politischen Diskurs heißt es sehr schnell, nee, man erkennt sozusagen nur bestimmte Teile an, weil man glaubt, dass sonst eben das dann zwingend ist und so weiter. Diese Diskussion läuft jetzt ja mit Blick auf die Overerrer und Nama schon ein Weilchen und jetzt habe ich gerade vorige Tage, du hast dich schon darauf bezogen, Klaus, der Botschafter Tansanias in Berlin, Abdallah Possi, hat also auch gefordert, Verhandlungen über, so steht es in dem Artikel, Wiedergutmachung, ja, das waren jetzt seine Worte, der deutschen Kolonialverbrechen in der ehemaligen Kolonie, Tansania war ja Teil von Deutsch-Ostafrika, gefordert wird. Ich will jetzt nicht fragen, ob das eine sinnvolle Diskussion ist, sondern unter welchen Gesichtspunkten oder in welchen, warum erscheint sie dir sinnvoll, was kann die Diskussion und was könnten auch Reparationen selber leisten? Ja, in dem Zusammenhang sind hier jetzt schon einige Begriffe gefallen. Wir hatten Wiedergutmachung gehört, was quasi ins Deutsche übertragene Übersetzung von Reparation ist. Wir hatten Entschädigung gehört, das ist ein Begriff, der im deutschen Ausdrucksweise in der Regel auf Zahlungen bezieht und Reparationen, was ein breiteres Konzept ist eigentlich. Und eben weil es ein breiteres Konzept ist also wie Manuela, nicht im Sinne eines ausschließend von Entschädigungen, aber im Sinne von, es ist mehr da drin, ist, glaube ich, das Konzept von Reparation eins, ob man die Maßnahmen, wie man sie nennen möchte, eins, das hilfreich sein kann. Warum? Reparationen, wenn heute von Reparationen die Rede ist, beziehen sie sich eben auf Situationen nach Völkerstraftaten, auf Postkonfliktsituationen. Und es gibt einen bestimmten Kanon von Reaktionen und Mitteln, der sich international entwickelt hat, um auf sowas zu reagieren. Das läuft dann alles unter dem Label Transitional Justice und es gibt vier Säulen von Transitional Justice und das Wichtige ist zu sehen, dass neben materiellen Ausgleich auch symbolische Maßnahmen ein zentrales Kern, ein Kernelement stehen. Man kann natürlich das Schema, wie es entwickelt wurde, kritisieren. Das ist auch was sich historisch entwickelt hat, aber ein wichtiger Punkt, der da drin realisiert ist und der auch für das Beispiel, zum Beispiel Tansania oder Overerrer und Nama wichtig ist, ist, dass
Prozesse, die mit so schweren Vergangenheiten umgehen und ihren Folgen inklusiv sein müssen. Und ich finde, das ist was, was in der Diskussion hier noch nicht so richtig angekommen ist. Wir springen gerne und zwar von allen Seiten zu bestimmten Ergebnissen. Ah, es wäre gut, wenn es eine Zahlung gäbe, es wäre gut, wenn es dieses oder jenes Entwicklungserinnerungs- und so weiter Projekt gäbe. Und dass es in dem ersten Schritt darum gehen muss, dass die Personen, die es dann auf der Opferseite waren, auf der überlebenden Seite von diesen Straftaten, den Prozess mitbestimmen dürfen, dass deren Erinnerungen darin einfließen, dass deren Wahrnehmung des Vorgehens im Zentrum steht und dass sie selbst diesen Prozess gestalten. Das, glaube ich, ist eine wichtige Lektion, die aus bestehenden Mechanismen zur Reparation zu lernen wäre. Ja, ich würde noch, weil wir bei den juristischen Fragen sind, noch eine Frage anschließen, die nochmal zurückgeht zu der Frage auch der Raubkunst. Also das in die Runde stellen. Wie schätzt ihr denn, guck jetzt mehr in eure Richtung, aber du bist natürlich genauso eingeschlossen, wie schätzt ihr die juristische Dimension der Restitution der Raubkunst ein? Was ist da letztlich einklagbar und was bleibt freiwillig? Da bin ich ehrlich gesagt, das ist eine wirklich offene Frage, weil ich das nicht so ganz verstehe als Nicht-Jurist. Also auch mit Blick auf die Haltung von Museen oder denjenigen, die halt Raubkunst in ihren Beständen haben, inwieweit sie denn tatsächlich letztlich verpflichtet werden können zur Restitution oder welche Rückzugsmöglichkeiten und Winkelzüge ihnen da bleiben, das zu vermeiden? Also juristisch, hast du ja gerade angedeutet, ist das alles extrem kompliziert, weil es gibt bisher keine juristischen Kategorien rückwirkend anwendbar. Also sind bisher nicht, also Recht ist ja ein Ergebnis gesellschaftlicher Aushandlungs- oder gesellschaftlicher Auseinandersetzungsprozesse. Und es muss eigentlich darum gehen, diese Arten von Kategorien überhaupt erst zu entwickeln. Und das sind Kämpfe, mit denen die entwickelt werden. Ich komme, wenn ich die Diskussion um die Frage der Umkehr der Beweislast zum Beispiel, bei der Frage, wer ist eigentlich nachweisverpflichtet, dass irgendetwas geraubt wurde oder nicht geraubt wurde. Manuela hat vorhin einfach die Zahlen mal genannt, also die puren Zahlen mal genannt, was in diesem Völkerkundemuseum Berlin passiert ist innerhalb einer vergleichsweise kurzen Frist. Dann geht es, glaube ich, an dieser Stelle nicht um eine juristische Frage, auch wenn Beweislastumkehr juristisch klingt, sondern es geht um eine politisch-moralische Frage. Und diese politisch-moralische Frage kann uns vielleicht, wenn man sich ihr stellt und wenn diese Auseinandersetzungen vernünftig geführt werden, dann auch zu sowas wie juristischen Kategorien kommen. Andererseits ist natürlich der Kampf vor Gerichten um die Übertragung von Maßstäben, die nach 1904 entwickelt wurden, auf die Zeit davor, auch ein juristischer Kampf. Das heißt, wir bewegen uns hier in einer extrem schwierigen Gemengelage gesellschaftlicher Anerkennungsauseinandersetzung, politisch-moralischer, politisch-historischer Verantwortung, um die gestritten werden muss, und juristischer Anspruchstitel, die es zum heutigen Zeitpunkt schlicht so nicht gibt oder die zumindest heute nicht als allgemein akzeptiert angenommen werden können. Das ist ein bisschen das Feld, in dem wir uns gerade bewegen. Ja, genau. Dem kann ich nur zustimmen. Ich würde es aber in einem positiven Sinne etwas verkomplizieren wollen. Und zwar, im Grunde ist ja auch der Begriff der Raufkunst auf eine Art ein irreführende. Wir reden hier über ein unheimlich breites Spektrum zum Teil Gegenständen, zum Teil Kulturobjekten, zum Teil von Objekten, die quasi mehr eine religiöse Bedeutung haben, eine kulturelle Bedeutung, die quasi in den Kulturen, aus denen sie stammen, eher als Subjekt wahrgenommen werden können, bis hin zu Human Remains, die wiederum nicht mal als Objekte beschreiben werden können, sondern aus Perspektive der Nachfahren einfach Menschen sind und Menschen sind, bis sie begraben werden. Das heißt, wir haben hier ein unheimlich breites Spektrum von verschiedenen Fällen und die fallen auch, und das ist das Komplizierte, die fallen auch, und das wird manchmal übersehen, auch rechtlich in unterschiedliche Kategorien. Und ich denke, dass es durchaus denkbar ist, dass wenn man zum Beispiel an Human Remains denkt und überlegt, okay, was sind die rechtlichen Vorgaben dafür, und sieht, okay, es gibt die Bestattungsgesetze der Länder, in denen drin steht, ein Leichnam des Menschen ist zu beerdigen, und dann gibt es relativ enge Ausnahmen. Das ist eine aktuell existierende Verpflichtung, die Relevanz haben könnte in einem bestimmten Kontext.
Und Gleiches gilt für ein Stück weit für Kulturgüter, weil die eine Frage ist ja, was rechtlich sozusagen einklagbar wäre, im Sinne von, ich bringe eine Klage vom Verwaltungsgericht Berlin auf Herausgabe von X. Und die andere Frage ist, wie der Besitz von Kulturgütern aus kolonialen Kontexten, wie der rechtlich einzuordnen ist, ob der rechtmäßig ist und ob der fortdauernde Besitzrechte von Menschen verletzen kann. Und wenn man jetzt ins Völkerrecht sieht, und in bestimmte menschenrechtliche Standards, es gibt ja sowas wie ein Recht auf kulturelle Teilhabe. Das ist anerkannt in den internationalen Pakten. Das ist ein Recht, das Individuen gegenüber Staaten haben. Und sind die Staaten auch in der Pflicht, sozusagen diesem Recht nachzukommen. Es ist auf der Ebene zwischen den Staaten recht umfangreich anerkannt, dass quasi der Zugang zum eigenen kulturellen Erbe ein zentraler Ausfluss von Souveränität ist. Sind die Abkommen, in denen das festgelegt ist, natürlich wieder Abkommen, die erst post-Zweiter Weltkrieg, die UNESCO-Konvention 1970 verabschiedet wurde, jetzt nicht unmittelbar rückwirkend anwendbar sind. Aber der Prinzip, dass sozusagen Souveränität von Staaten und der Umgang mit der eigenen Kultur und kulturellen Erbe essentiell ist, ist eigentlich was unumstritten und anerkannt ist zwischen den Staaten. Und über diese ganzen Einfallstore, ich könnte jetzt noch weitermachen, kann natürlich im Einzelfall sich eine andere Bewertung ergeben. Und der Punkt ist aber, und da kommt nämlich nochmal wieder die Politik ins Spiel, ist, dass natürlich nur mit einem einklagbaren Recht auch nicht das Problem nicht gelöst ist. Damit ist noch kein angemessener Mechanismus gefunden, um mit Restitutionen umgehen zu können. Und das ist auch was in bestehenden Mechanismen, auf die man sich jetzt beziehen würde, auch immer wieder sichtbar ist. Das schillernde Beispiel von Restitution von NS-Raubkunst, die juristischen Verfahren, die sie da anschließen, die sind schrecklich. Es sind unheimlich detaillastige Prozesse, die in einer für die Nachfahren oft unwürdigen Weise Nachweise von Besitzketten verlangen. Es ist nicht so, dass es ist zwar wichtig anzuerkennen, dass es das dort gibt und dass es dort Modelle gibt, aber es ist bei weitem nicht so, dass jetzt in der Hinsicht das Recht die Lösung per se liefern würde. Es bleibt kompliziert, politisch und juristisch. Ich glaube, das wird dabei wird mir jedenfalls sehr schnell deutlich, wenn ihr diese juristischen Fragen aufgreift, beziehungsweise zu beantworten sucht. Das kennt man ja auch. Wir können die Diskussion ja auch nochmal im nächsten Schritt ein bisschen weiten und nochmal gucken, mir jetzt mit Blick auf den Kolonialismus, die Vergangenheit und Gegenwart des Kolonialismus ein bisschen stärker zu weiten und was wir als Bürgerinnen und Bürger, von mir aus auch als Linke oder sonst was, da machen können und was auch, wie wir uns da, was es gibt und wie wir da sinnvoll eingreifen können. Ich fange nochmal mit dir an, Klaus. Weil da hat sich ja ein bisschen was getan. Unter deiner Leitung stellt sich die Senatsverwaltung für Kultur und Europa der Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit und auch mit seiner postkolonialen Gegenwart. Also um einen Indiz zu nennen, von den Mitteln für Erinnerungskultur werden in diesem Jahr bereits 4,7% für das Thema Kolonialismus aufgewendet. Im nächsten Jahr sollen es dann bereits 8,3% sein. Da sieht man schon, dass ein Bestreben da ist, dieses Thema stärker ins Licht zu rücken. Und dann haben wahrscheinlich auch viele von Ihnen und von euch in den letzten Tagen der Presse entnehmen können, dass Berlin ein stadtweites Kulturprojekt zur Aufarbeitung der Kolonialgeschichte begonnen hat. Das habt ihr natürlich genauso hingelegt, dass es direkt vor unserer Diskussion war. Was habt ihr denn da eigentlich vor im Sinne jetzt dieser Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit? Was macht dieses Programm da? Also Prozentzahlen sind ja immer Zeug und ich glaube, dass es da auch gar nicht drauf ankommt, wie viel Mittel von was werden jetzt wofür. Also weil will ich jetzt sozusagen die Mittel für die Erinnerungskultur zur SED-Diktatur oder zur NS-Zeit irgendwie gegen irgendwas anderes rechnen, das ist immer völlig blöd. So. Nein, das eigentlich Spannende daran ist, dass wir etwas vorbereitet haben seit, ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, vor zweieinhalb Jahren saßen wir das erste Mal bei mir im Büro mit Vertretern und Vertreterinnen aus den Initiativen der Zivilgesellschaft, die hier schon seit Jahren versuchen, diesem Thema eine öffentliche Resonanz zu verschaffen. So, also die ganze Frage
Noah Humboldt, die Initiative, die sich auseinandergesetzt hat mit dem Umgang damit mit der Kolonialgeschichte hinter der Hohenzollern-Fassade, die ja da jetzt real immer noch geplant ist. Ne? So, also wie kann das eigentlich zusammengehen und auf welche Weise passiert das? Die Frage von Straßennamen im afrikanischen Viertel oder selbst in Neukölln, Wismannstraße, Petersstraße. Also dass wir einfach in einer Stadt leben, in der unbemerkt und unreflektiert von vielen die Kolonialgeschichte sich auch hierzulande in Größenordnung findet. Und dass dieser Teil der Geschichte der eigenen Stadt, die ja nicht erst seit 1871, also als Hauptstadt des Deutschen Reiches, sowas wie die Hauptstadt eines doch nicht ganz kleinen Kolonialreichs war, auch wenn immer relativierend gerne davon geredet wird, sei ja nur eine kurze Zeit gewesen und so weiter. Also nein, der große Kurfürst hat hier schon angefangen, sich im Dreieckshandel mit einzuklinken und da war Berlin schon ein Hafen. Und die Frage, wie kriegt man das, was Zivilgesellschaft dort, was dort die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, Berlin Postkolonial, EOTO und andere, also Initiativen, die es in der Stadt gibt, zusammen mit kritischen WissenschaftlerInnen auf die Beine gestellt haben, dass dem fehlte bisher sozusagen auf der anderen Seite, nämlich der institutionellen Seite, ein Pendant, wenn man so will. Und eigentlich kann das Ganze wirklich dann positiv und gut stattfinden, wenn beide Säulen, nämlich die Stärkung der Zivilgesellschaft in solchen Prozessen und die Reflexion innerhalb der Institutionen dazu führen, dass man sich in dieser Stadt systematisch mit der eigenen Kolonialgeschichte dieser Stadt beschäftigt. Und das ist einerseits Berliner Kolonialgeschichte als einer Stadt inmitten von Kolonialreichen. Ja, also das könntest du auch in Hamburg machen, das könntest du wahrscheinlich auch in Buxtehude machen. Aber Berlin kommt da nochmal verstärkend hinzu, dass in der Tat seit 1871 das auch noch die Hauptstadt des Deutschen Reiches war, dass hier 1884, 1885 die sogenannte Afrika-Konferenz stattgefunden hat, wo die Kolonialmächte den afrikanischen Kontinent unter sich aufgeteilt haben, mit Wirkungen bis heute, wenn man sich die Karte anguckt. So, und was haben wir gemacht? Wir haben eigentlich ein Jahr, und Manuela war ja mit dabei, es waren andere, also zum Teil saßen da 20 Leute, 30 Leute am Tisch, saßen zusammen und haben mit den Kolleginnen und Kollegen vom Stadtmuseum, mit Vertretern ein oder zwei Bezirksmuseen, es waren immer auch mal wechselnd, in längeren Workshops die Säulen eines Projekts ausgearbeitet, was auf 5 Jahre angelegt ist und was im Grunde die gesamte Stadt dezentral scannen soll und in unterschiedlichen Formen, in Festivalform, in Ausstellungsform, in Markierung des öffentlichen Raums, in einer Kartografie im Internet, in der man die verschiedenen Orte kolonialer Geschichte in Berlin aufrufen, erkennen kann, sich informieren kann, nach Möglichkeit auch anschlussfähig zu anderen Initiativen in anderen Städten, denn Berlin war ja keine Insel. So. Und dieses Projekt haben wir im Grunde 1,5 Jahre lang in Grundzügen erarbeitet und dann auch noch weiter und ist im Haushalt angemeldet worden von mir vor einem guten Jahr. Und jetzt waren einfach im Herbst die Haushaltsberatungen und wir haben jetzt für die ersten beiden Jahre die Mittel dafür, und es ist uns auch gelungen, die Kulturstiftung des Bundes damit ins Boot zu holen, was vor dem Hintergrund, was machen andere Städte und findet das möglicherweise dann auch noch Parallelprojekte andernorts, die da anschlussfähig sind, nicht ganz unwichtig ist. So. Man kann also sagen, nicht unter meiner Leitung, sondern es ist vielleicht ein Glücksfall, dass wir hier eine linke Kulturverwaltung haben, zeitgleich zu einer gewissen öffentlichen Resonanz für das Thema und dass wir hier Initiativen haben, kritische Wissenschaften mit einer kritischen Masse haben und mit Paul Spies, dem Stadtmuseum und den Bezirksmuseen auch noch Akteure, die offen sind, sich damit auseinanderzusetzen. Da fehlt jetzt noch das eine oder andere. Es gibt noch ein paar Institutionen, die hätte ich gerne mit am Tisch. Da wird es auch noch darum gehen, die zukünftig auch mit anzusprechen. Also ich habe demnächst ein Treffen mit dem neuen Bischof der Evangelischen Kirche. Also auch die Missionswerke waren beteiligt bei dem Ganzen. Wir haben hier noch Einrichtungen, die sind gar nicht in der Verantwortung der Kulturverwaltung. Die haben mit dem Thema sich auch auseinanderzusetzen. Wissenschaftsgeschichte, also da ist Hamburg sehr stark. Die haben ja einen großen Fokus auf die wissenschaftshistorische Auseinandersetzung. So. Das heißt, eigentlich geht es darum, auf eine Expedition zu gehen, die jetzt auf 5 Jahre angelegt ist und über die Stadt hinweg gemeinsam so ein stadtweites Erinnerungskonzept, was eigentlich aus ganz, ganz vielen dezentralen Erinnerungsprojekten besteht. Und wir haben insgesamt geplant, in 5 Jahren mit 3 Millionen
Euro in meinem Haushalt alleine und es wird bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft eine Koordinierungsstelle, eine zivilgesellschaftliche Koordinierungsstelle geben, für die jetzt auch noch mal eine Viertelmillion im Haushalt eingestellt ist, weil wir, das haben wir sozusagen mit den Initiativen gemeinsam rausgearbeitet. Der Berliner Entwicklungspolitische Ratschlag derzeit von der Wirtschaftsverwaltung gefördert wird, weil es da auch um ökonomische Beziehungen geht, um globale Ungerechtigkeiten im Handel geht und dergleichen mehr. Also, dass das nicht am Ende nur auf den Kulturbereich beschränkt bleibt, sondern dass es auch andere Bereiche erfasst, die noch viel stärker eigentlich, also wenn es irgendeine Konsequenz haben soll, mit in den Fokus geraten müssen. Und diese beiden Säulen gibt es und das fangen wir jetzt an. Und ja, ich bin froh darüber, dass wir dieses Geld bekommen haben und ich bin froh darüber, dass eine Mehrheit in diesem Abgeordnetenhaus das Ganze auch trägt. Und trotzdem heißt das natürlich nicht, dass es alle mit gleichem Enthusiasmus tun. Es gibt Verwaltungen, die haben das ein bisschen stärker im Fokus. Es gibt andere Verwaltungen, die sind da noch nicht ganz so weit. Aber ich sage da, es ist auch ein bisschen Work in Progress. Also meine Ehre, Karl, hat mir jetzt aus der zivilgesellschaftlichen Perspektive unfassbar viel erzählt, weil der eigentlich die ganze Zeit dabei war. Tollerweise. Sie rückt jetzt auch gleich in den Mittelpunkt mit den nächsten Fragen. Eine kurze Nachfrage habe ich noch zu dem, was du gesagt hast. Vielleicht die kurze Anmerkung auch, dass völlig richtig, wie du es dargestellt hast, aber das setzt natürlich auch eine Bereitschaft in der Politik voraus. Und das ist, glaube ich, auch nochmal zurzeit eine Berliner Besonderheit oder was, wo Berlin relativ vorne dabei ist, dass diese Offenheit da ist, auch gegenüber den zivilgesellschaftlichen Initiativen, die eben schon lange diese dicken Bretter bohren. So, du hast angesprochen, deshalb nur kurz darauf nochmal, wie wichtig es ist, wer hier wie einbezogen wird. Das halt, und das habt ihr alle schon angesprochen, das finde ich auch ganz wichtig. Ich habe da noch an dieses Interview gedacht, das neulich das Goethe-Institut mit dem früheren Leiter des Nationalmuseums von Kenia, George Abungu, geführt hat. Und er sagt auch da auf die Ausstellungen bezogen, dieser Kolonialgüter. Es gibt eben sehr viele Ausstellungen ohne uns im globalen Norden, ohne dass wir daran beteiligt waren. In diesem Zusammenhang ist die Antwort, sagt er, ganz einfach. Für mich, ohne mich geht es nicht. Wenn ihr es für mich, ohne mich macht, dann richtet ihr euch gegen mich. Wenn ihr mich und mein kulturelles Erbe in einer Ausstellung zeigen wollt, dann müsst ihr euch von uns beraten lassen. Deshalb die Frage, du hast es jetzt auf die Berliner Initiativen bezogen, wie kann man denn da einen Schritt weiterkommen, was auch die Raubkunst, die wir hatten, angeht, oder überhaupt Ausstellungen, beschränkt sich auch nicht auf Raubkunst, Ausstellungen, die diesen Themenbereich ins Auge fassen. Also es gibt ja immer gute Beispiele und schlechte Beispiele. Und um jetzt mal einen Fall zu nehmen, du hast ja vorhin gesagt, bei manchen Sachen gibt es, also dass der juristische Streit eigentlich nachgelagert ist, aber der Kampf um juristische Kategorien durchaus wichtig ist. Es gibt jetzt zum Beispiel einen Fall, das Deutsche Historische Museum verfügt über eine Säule, die Säule von Cape Cross. Die stand an der Küste Namibias rum und die ist nun eindeutig von den Kolonisatoren errichtet worden, als ein Symbol quasi, als ein Symbol der Inbesitznahme des Landes. Das heißt sozusagen, da ist denjenigen, die dort seinerzeit lebten, nichts geraubt worden, sondern da ist denjenigen, die da lebten, was ins, quasi mitten ins Land gestellt worden, als Manifestation der Überlegenheit und der Macht. So. Und jetzt hat Namibia, haben die Akteure aus Namibia die Rückgabe dieser Säule gefordert. Die ist nämlich dann mal irgendwann weggeschleppt worden und stand dann im Deutschen Historischen Museum rum, wo die Rechtslage ganz eindeutig ist. Also das hat sozusagen, das ist nichts, was den aus der Herkunftsgesellschaft geraubt wurde, sondern das ist was wieder mit zurückgenommen wurde, was die Kolonisatoren selber dorthin gebracht haben. Also ganz klare Rechtslage, wäre im Grunde kein Rückgabeanspruch. Und dann hat sich das DHM in einem wirklich intensiven Diskussionsprozess gemacht, der auch dokumentiert worden ist, was ich im Übrigen sehr löblich finde, weil diese Broschüre man kann sich wirklich, das ist eine ganz, ganz spannende Auseinandersetzung, sich diese Broschüre durchzulesen und die multiperspektivische Annäherung an das Thema. Und im Ergebnis dieses Prozesses hat das DHM entschieden, diese Säule nach Namibia zurückzugeben. Also zurückzugeben, ihr merkt, dass das einen Beigeschmack hat, wenn man das so sagt. Ja? Also die Säule dorthin zu geben, weil aus der Perspektive derjenigen, die in Namibia leben, auch das, diese symbolische Dimension,
Völlig unabhängig von Rechtsansprüchen und völlig unabhängig von der Frage, wem da welches Material gehört hat, wer da was gebaut hat, wer das dahingestellt hat, enorm wichtig ist. So. Und das ist natürlich mit den Akteuren passiert von, aus Namibia. So. Und ist alles andere wäre für mich undenkbar. Du kannst diese Diskurse nicht ohne diese Akteure führen. So. Was wir hier in Berlin machen, ist insofern spannend, als dass es gar nicht, also im Stadtmuseum finden wir kein Raubgut dieser Art. In den ethnologischen Sammlungen schon, aber im Stadtmuseum nicht. Aber was steht im Stadtmuseum rum? Da stehen ja Erzeugnisse, Exponate der Stadtgeschichte. So. Und also ich kann mich nur erinnern, dass ich als Kind Kolonialwaren da und ich konnte damit nichts anfangen, weil das war so ein Begriff, den habe ich gehört, aber der hat sich, ne, also wenn man es mit so Begriffen aufwächst und man hinterfragt sie nicht. Naja klar, Kolonialwaren, was sind Kolonialwaren? Also das ist ja irgendwie etwas, was seinerzeit kannst du auf den ganzen Fotos der 20er Jahre sehen, in dieser im Stadtbild massiv präsent war. Oder Spielautomaten oder Automaten, an denen man sozusagen, an denen sich rassistische Ungleichwertigkeitsvorstellungen gegenüber schwarzen Menschen deutlich gemacht haben. Und. Hier geht es jetzt eigentlich darum, die eigenen Sammlungen zu dekolonisieren, aber nicht um die Bestände, die von irgendwo anders hierher geholt worden sind, sondern um die Bestände, die Ausdruck und Dokument sind der Weltsicht der hiesigen mehrheitsgesellschaftlichen, rassistischen rasseideologischen Weltsicht. So. Und das kannst du machen, indem du auch an die Teile der Geschichte erinnerst, die verschütt gegangen sind. Nämlich über die Tatsache, dass es auch schwarze Menschen hier gab, dass auch schwarze Menschen widerständig waren hier, dass das auch zur Berliner Geschichte gehört. Dass, also letztlich und das kannst du nicht dann machen, wenn du sozusagen das aus einer Perspektive einer nach wie vor existierenden, Jürgen Zimmerer hat gesagt, kolonialen Amnesie, mir gefällt der Begriff nicht, weil es pathologisiert, aber ich glaube, es beschreibt ganz schön, also diese Verdrängung, diese bewusste Ausblendung und Verdrängung von Teilen der eigenen Geschichte. Und das geht tatsächlich nur mit den Initiativen der Zivilgesellschaft und natürlich mit den diasporischen organisierten Menschen hier in der Stadt. So. Und deswegen war von Anfang an klar, also Tahir Della von der ISD erzählt dann immer das Beispiel, in Treptow-Köpenick im Bezirksmuseum haben sie eine Ausstellung gemacht und dann haben sie danach, sind sie auf die Initiativen zugegangen und gesagt, und jetzt guckt euch mal, haben wir das nicht schön gemacht? Und dann haben die gesagt, naja, schön wäre es gewesen, ihr hättet uns mal von Anfang an gefragt, inwieweit wir da so, und da passierte dann das Pfiffige, nämlich dann haben sie gesagt, okay, wir stampfen das jetzt alles ein und fangen nochmal bei Null an. Und der eigentlich spannende Aspekt für mich ist, dass wir mit diesem Projekt versucht haben, eigentlich von Anfang an dieses Projekt mit der Zivilgesellschaft gemeinsam zu entwickeln. Und ich glaube, nur so kann es funktionieren. So, und daraus können dann vielleicht auch Schlussfolgerungen und Verallgemeinerungen gezogen werden. Also wenn wir ein Kompetenzzentrum machen für postkoloniale, museale Ausstellungserarbeitung bei uns am Stadtmuseum, dann dient das natürlich dem Zweck, auch Erfahrungen, die wir jetzt im Rahmen dieses Modellprojekts sammeln, auch verallgemeinerbar zu machen und bestimmte Standards im Umgang mit der Geschichte zu formulieren. Und das ist das eigentlich Spannende. Wie gesagt, da hat es jetzt mit dem, deutsche Militärs oder deutsche Prediger und Missionare oder deutsche Bürokraten dort weggeraubt und weggeschleppt und rausgeschafft haben aus den Ländern. Damit hat das, was wir jetzt hier in Berlin machen, eigentlich primär nichts zu tun, sondern es geht hier tatsächlich um die koloniale Geschichte der eigenen Stadt. Ja, vielen Dank. Manuela, auf die gesellschaftliche Wirkung des Kolonialismus in der heutigen Zeit. Welche Formen des Erinnerns an den Kolonialismus überwiegen denn da im öffentlichen Raum? Was begegnet uns da vorrangig und warum ist das ein Problem? Ich hänge noch gerade irgendwie an dem an den anderen Dingen, aber ich kann vielleicht dann da nochmal zurückkommen. Also das ist, also da kann man jetzt natürlich irgendwie auch total weit ausholen. Ich meine, es gibt vielleicht nenne ich ein problematisches Beispiel. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch vielen Leuten, vielen derjenigen, die hier sitzen, irgendwie bekannt. Also was wir jetzt in Berlin konkret, ich bleibe aber bei Berlin erstmal, aber eigentlich ist es auch beispielhaft für andere Städte, haben an sagen, kolonialen Spuren und kolonialem Erinnern im öffentlichen Raum, ist halt zu einem ganz großen Teil ein positives Erinnern an den Kolonialismus. Und das klassische Beispiel hier in Berlin ist das sogenannte afrikanische Viertel im Wedding, das auch von Berlin Postkolonial immer schön als
kolonialistisches Flächendenkmal bezeichnet wird. Ich finde, das trifft es ganz schön, weil das eben ein Viertel ist, das aus mehreren Straßen besteht, die entweder Personen ehren, die also als Kolonialhelden ehren, oder Orte im Namen tragen, die auf Orte in den ehemaligen deutschen Kolonien verweisen. Und mit der Errichtung oder mit der Benennung dieser Straßen natürlich sozusagen das deutsche koloniale Projekt positiv gewürdigt werden sollte. Also die Benennungen, glaube ich, beginnen in den 1890er Jahren und ziehen sich mindestens bis in die 1930er Jahre, also in die NS-Zeit hinein. Genau, es ist nicht nur eine Benennung während der Kolonialzeit, sondern auch solche, die dann in den 20er Jahren, sagen in der großen Zeit des Kolonialrevisionismus und dann auch nochmal im NS irgendwie passiert sind, wo es auch einen Rückbezug gab, einen ganz positiven, wenig überraschenderweise auf Kolonialismus. Genau, und das ist so ein gutes Beispiel irgendwie dafür, sozusagen, wie koloniale Spuren sich im öffentlichen Raum wiederfinden. Und das Projekt, das über das Klaus Lederer jetzt gesprochen hat, das wir jetzt angestoßen haben, das ja tatsächlich auch jetzt im Januar 2020 gestartet ist, hat ja eben zum Ziel, solche Spuren auch irgendwie aufzudecken. Im afrikanischen Viertel ist es jetzt inzwischen eine sichtbare und bekannte Spur, aber es gibt natürlich auch immer andere Dinge. Mir ist es aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass es inzwischen natürlich nicht mehr der Status quo ist. Also es hat sich ja irgendwie viel getan, und das ist eben auch vielen Menschen zu verdanken, die jetzt seit inzwischen Jahrzehnten daran arbeiten, sozusagen andere Spuren im öffentlichen Raum zu legen. Und konkret im afrikanischen Viertel ist ja jetzt auch beschlossen worden, die Umbenennung dreier Straßen, der Lüderitzstraße, der Petersallee, Hänger. Das kann man doch, und des Nachtigallplatzes, danke, genau, ist jetzt beschlossen worden, und gut, es gibt irgendwie Widersprüche und so weiter, aber die Umbenennung wird auf jeden Fall kommen. Die Umbenennung der beiden Wissmannstraßen in Neukölln, eine in Charlottenburg, eine, sind sozusagen auch angestoßen worden. Also da tut sich einiges, und das ist auch wichtig. Und es gibt auch andere Beispiele, wie zum Beispiel auf dem Garnisonsfriedhof am Kolumbiadamm ein Denkmal für die Schutztruppe in Deutsch-Südwestafrika, also für diejenigen weißen Soldaten, die gegen Uwairero und Nama gekämpft haben und sie ermordet haben. Und sozusagen als kleine Ergänzung dazu, es ist so ein ziemlich großer Gedenkstein, als kleine Ergänzung dazu seit einigen Jahren ja zu finden, so eine kleine Plakette, die darauf hinweist, da sind auch noch andere Menschen gestorben, nämlich afrikanische Menschen gestorben, und auch denen, die wollen wir ehren und an die wollen wir erinnern. Aber das ist so ein bisschen, bildet eigentlich ganz gut, finde ich, irgendwie dieser Gegensatz den Status quo ab dessen, was passiert. Also es gibt sozusagen einen im öffentlichen Raum fast unendlich viele Spuren des Kolonialismus, und es gibt dann immer wieder eine Gegenreaktion dazu, und die ist wahnsinnig wichtig. Aber was auch sehr bezeichnend ist, ist, dass diese Gegenreaktionen häufig oder eigentlich fast ausschließlich in einer Initiative gemacht werden von zivilgesellschaftlichen Akteuren, von der schwarzen Community, von schwarzen Aktivistinnen, und öffentlich zunächst einmal wenig gestützt werden. Das ist jetzt im afrikanischen Viertel anders passiert. Also die BVV Mitte hat sich dessen angenommen, und das ist irgendwie total super und wunderbar. Und solche Beispiele gibt es einfach noch, braucht es noch viel mehr. Also es gibt dazu unzählige Beispiele. Es gibt, es ist ja auch die Afrika-Konferenz genannt worden, 1884, 85, die in der Wilhelmstraße stattgefunden hat. Da gibt es eine Tafel, die dazu steht, aber diese Tafel ist auch von Aktivistinnen erkämpft worden und aufgestellt worden. Also das ist, und das ist ein Ereignis, das jetzt nicht nur für Berlin eine Bedeutung hatte und auch nicht nur sozusagen europaweit, sondern und also nicht nur deutschlandweit, nicht nur für Berlin, nicht nur deutschlandweit, nicht nur europaweit, sondern sozusagen weltweit. Ja? Also das ist ein Ereignis, wo die Aufteilung
Afrikas, die schon in vollem Gange war, nochmal konsolidiert wurde. Das ist ein Ereignis, das hat auch total viel mit der Errichtung sagen, und der Konsolidierung eines kapitalistischen Weltsystems zu tun. Es ist einfach massiv wichtig und es ist schon hanebüchend, dass dann die Tafel, die daran erinnert, erkämpft werden musste und selbst aufgestellt werden musste. Und das ist so ein bisschen der Status quo, den es jetzt gibt, wo wir jetzt gerade so ein bisschen rauswabern, habe ich das Gefühl, dadurch, dass es tatsächlich sozusagen Allies gibt in den BVVs, in der Senatsverwaltung für Kultur und in anderen Senatsverwaltungen. So, und das ist gut, aber es ist noch wahnsinnig viel zu tun. Ja, ich würde jetzt gleich noch ins Publikum öffnen. Ich muss jetzt ein, zwei Fragen abkürzen, aber eine möchte ich dann doch noch an dich richten, bevor ich öffne. Was würdest du denn sagen, was sind die in diesem Kontext der Dekolonialisierung, was sind da derzeit die politischen Prioritäten für progressive Akteure? Wo sollte man sich drauf? Was sind so die Sachen, auf die man, es gibt ja ganz viele Aspekte. Was würdest du sagen, sind so Sachen, die nochmal eine besondere, wie soll ich sagen, was in besonderem Maße verändern können? Ich weiß, dass es eine schwere Frage ist, was alles wichtig ist, aber vielleicht hast du trotzdem eine Antwort. Ja, da könnte man jetzt hier so eine Rolle irgendwie, so ein Ding entrollen. Das mache ich jetzt nicht und ich werde jetzt nicht tausend Dinge auflisten, sondern ich werde, also eine ganz zentrale Sache und aus der folgt eigentlich alles andere und das ist auch schon angesprochen worden ganz am Anfang. Ich glaube, was wirklich ganz zentral ist, ist, dass wir uns alle dafür einsetzen, dass Kolonialismus wirklich als Unrechtssystem anerkannt wird. Weil aus dieser Anerkennung wahnsinnig viel folgt. Also dann wird, wenn das klar ist, wird ganz viel selbstverständlich. Also und es geht darum, dass man sich dann in Koalitionsverträgen und so weiter, also ich meine jetzt in dem Koalitionsvertrag der GroKo ist ja erstmals, also in dem Bundeskoalitionsvertrag erstmals kommt Kolonialismus überhaupt vor. Das ist irgendwie total super, aber es kommt auch, es kommt als Kolonialgeschichte vor, es kommt nicht vor als koloniales Unrechtssystem. Anders als andere Systeme, die ganz klar zu Recht als Unrechtssysteme benannt werden. Und darum geht es, also diese Anerkennung wirklich durchzusetzen. Und dann ist es total klar, dass es Restitutionen geben muss und dann ist es total klar, dass man sich damit auseinandersetzen muss, was sind denn eigentlich die Folgen dieses Unrechtssystems und dass es eine Auseinandersetzung ist, die auch nicht aufhören wird. Also das ist ja mit der Geschichte des Nationalsozialismus ja auch so. Also dass sozusagen die Anerkennung der NS-Diktatur als ein massives Unrechtssystem ist klar und daraus folgen ganz viele Dinge und die Auseinandersetzung darum ist auch nicht abgeschlossen. Sie wird hoffentlich nie abgeschlossen sein, auch nicht dann, wenn irgendwie die letzten Zeitzeugen verstorben sind. Also weil diese beiden Systeme unsere Gesellschaft einfach massiv geprägt haben in Rassismen, in Strukturen und so weiter bis heute und leider vermutlich das noch lange tun werden. Also es geht vor allem um die Anerkennung des Kolonialismus als Unrechtssystem.